Okay, so, dann einmal ganz offiziell herzlich willkommen, ja, für die Nachzügler, die es gestern verpasst haben oder später angereist sind. Wir reden heute über Ernährung, ja. Und zwar ist das Ganze so zustande gekommen, viele von euch haben das vielleicht mitbekommen, ich war vor ein paar Wochen unten beim Dennis, so, und da haben wir ein bisschen geschnackt. Inzwischen ist Dennis Deutschlands stärkster Mann und ich habe irgendwie festgestellt, dass Dennis so überhaupt gar nicht auf seine Ernährung achtet, so wirklich absolut Vollkatastrophe. Wenn du das könntest, so jeden Bodybuilder fragen, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt so, what the fuck? Und jemand, der so viel Potenzial außen vor lässt und trotzdem Deutschlands stärkster Mann ist, stellt euch mal vor, was da passiert, wenn der quasi die Ernährung optimiert, der kann instant nochmal 20-30% mehr rausholen. Die meisten von euch werden sich hier absolut den Arsch im Training aufreißen. Da wird es bei keinem dran scheitern, weil das ist nämlich der Teil, der euch Spaß macht. Sonst würdet ihr die ganze Scheiße nicht machen. Aber so, was ich jetzt durch die ganzen Gespräche mit euch und hier die letzten paar Tage mitbekommen habe, scheitert oder hapert es an der Ernährung doch bei dem einen oder anderen gewaltig. Das habe ich gestern auch schon gemacht. Ich habe einmal so in die Runde gefragt, gibt es hier irgendjemand, der einen festen Ernährungsplan verfolgt? Isst du jeden Tag dasselbe? Ja? Okay. Also haben wir zwei Leute, die einen festen Ernährungsplan. Das sind genauso viele wie gestern. Gibt es hier unter euch Leute, die zumindest ihre Makronährstoffe und ihre Kalorien tracken? Okay, deutlich mehr als gestern. Das ist schon mal gut. Haben wir hier auf jeden Fall eine Basis. So. Wir werden das Ganze hier einmal so aufrappeln. Ich gebe euch so eine Art Prioritätenliste mit, sondern quasi so eine Liste, die ihr abarbeiten könnt, von wichtig nach unwichtig. Was ich nicht möchte, ist, dass ihr hier nachher alle rausgeht und euch einen Ernährungsplan schreibt und fünfmal am Tag Reis und Hähnchen esst. Das Ganze soll relativ praxisnah sein. Ich weiß, ihr habt alle auch mal Bock, was Leckeres zu essen, sonst würdet ihr alle den Sport nicht machen, sondern werdet Bodybuilder. Verstehe ich, ja. Aber ich will, dass ihr einfach einen Mehrwert für euer eigenes Training mitnehmt, damit man das optimieren kann. So, Schritt 1 bei der Ernährung. Da fängt es nämlich schon an. Ihr müsst wissen, wo euer Kalorienbedarf ist. Wenn ihr das nicht wisst, könnt ihr keinerlei logische Anpassung machen, weil ihr sonst im Endeffekt ratet. Ne? Jeder kann sagen, alles klar, jetzt esse ich ein bisschen mehr, ich will zunehmen und so weiter. Das endet dann immer dabei, entweder man nimmt nicht zu, weil der Körper einen immer verarscht, oder ihr werdet fett. So. Fett werden ist so ein Thema im Strongman. Es gibt ein paar Disziplinen, wo das reine Körpergewicht durchaus von Vorteil sein kann. Ja? Es gibt aber natürlich auch eine Grenze, wo Körpergewicht und quasi Fett bewegt kein Gewicht, ja, quasi passive Körpermasse, sagen wir mal so, auch zum Nachteil wird. Sagen wir mal, alle Laufevents und so weiter, da habt ihr einfach irgendwann ein Problem, wenn die Wampe zu groß wird. Ne? Bei einem Blocklift kann das vielleicht noch von Vorteil sein, weil ihr mit der Wampe ein bisschen das Ding hochschieben könnt oder bei Stein oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist nicht euer Ziel, einfach möglichst schwer zu werden, sondern auch ihr wollt quasi Muskelmasse aufbauen. Ne? Das, was ihr mehr an Körpergewicht haben wollt, soll ja auch funktional sein. Ne? Heißt, kann der blöde Bodybuilder, der hier vorne sitzt, euch mal ein bisschen was über Muskelaufbau erzählen? Kalorienbedarf. Ne? Damit ihr sinnvoll zu- oder abnehmen könnt, müsst ihr euren Kalorienbedarf ermitteln. Das ist relativ simpel. Ich würde jedem mal hier empfehlen, einfach mal sich eine App zu downloaden. MyFitnessPal, FatSecret, das sind so die zwei gängigsten. Bekommt ihr einfach im Android oder im Apple App Store. Ne? Und da einfach mal, das sind so Apps, mit denen man seine Kalorien tracken kann, einfach mal eine Woche lang jeden Bissen, den ihr euch in den Mund schiebt, da eintragen. Völlig egal was. Ich will nicht, dass ihr anfangt, auf eure Ernährung zu achten, sondern einfach mal eine Woche lang alles, was ihr esst, da eintragen. Und dann wiegt ihr euch am Anfang der Woche und quasi einmal am Montag und dann nächsten Montag wiegt ihr euch nochmal. So, wisst ihr alles klar, ich wiege exakt dasselbe oder ich habe zugenommen, abgenommen. Dann schaut ihr euch an, was habe ich an Kalorien über die Woche gegessen, teilt das durch 7, dann habt ihr so euren durchschnittlichen Kalorienbedarf. Wenn ihr genau dasselbe wiegt wie vor der letzten oder bei der letzten Woche, wisst ihr alles klar, das ist mein Erhaltungsbedarf. Das ist mit meiner normalen Aktivität, die ich sonst so habe, mein Erhaltungsbedarf. Sagen wir, ich habe es gestern auch gesagt, so ein 100 Kilo Athlet kommt raus, der hat einen Kalorienbedarf von 3500 Kalorien, mit dem er sein Gewicht hält. Völlig egal, erstmal nur Gewicht halten. Das hat nichts mit Muskeln zu tun, einfach nur den Kalorienbedarf. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr eine Basis. Von da aus könnt ihr sinnvolle Anpassungen nach oben oder nach unten machen. Wenn ihr das nicht habt, seid ihr nur am Raten. Wie viele von euch wissen, wo ihr Erhaltungsbedarf ist? Wahrscheinlich die Leute, die tracken. Ja. Ja, nicht mal die Hälfte. Ist schon schlecht. Ne? Ernährung ist im Endeffekt für eure Regeneration der absolut wichtigste Faktor, vielleicht neben Schlaf. Ne? Dass ihr alle irgendwann mal schlafen werdet,
ist relativ klar, ne? Und essen werdet ihr auch. Und wenn ihr da einfach keine Ahnung habt, was ihr so grob zuführt, verschenkt ihr einfach unfassbar viel Potenzial, was man so von heute auf morgen verbessern kann. Ne? Ihr werdet jetzt nicht euer Training umstellen können und innerhalb von 2 Wochen 20% mehr Leistung rausbringen. Das ist einfach unrealistisch. Aber ihr könnt quasi von heute auf morgen eure Regeneration um 20-30% verbessern, wenn ihr anfängt, euch vernünftig zu ernähren. Weil das ist ein Prozess, der geht sehr, sehr schnell. Okay, also wir haben unseren 100-Kilo-Athlet, haben rausgefunden, der hat einen Kalorienbedarf von 3500 Kalorien. Damit hält er sein Gewicht. Ja? Dann ist der nächste Schritt, wir ermitteln den Proteinbedarf. Das ist bei einem 100-Kilo-Athleten, ich rechne immer so mit dem quasi dem Lean-Körpergewicht, sagen wir mit so einem Gewicht, wo ihr so 8-10% Körperfett habt. Ne? Heißt, wenn der 100-Kilo-Athlet jetzt 25% Körperfett hat, ne? Dann hat er vielleicht Lean 80 Kilo. Ja? Dann würden wir das so rechnen, wir nehmen die 80 Kilo mal 3 ungefähr, ne? Und kommen dann ungefähr auf unseren Kalorienbedarf. Dann sind wir bei 80 mal 3, ja? Wie kann das ausrechnen? 240, richtig? Ja, ungefähr. So. Sagen wir, der hat einen Proteinbedarf von 240 Gramm am Tag. So, mit diesen 240 Gramm haben wir schon so einen kleinen Spielraum mit einberechnet. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Ganz wichtig, euer Körper kann nicht aus irgendwelchen anderen Nährstoffen Protein bauen. Ja? Heißt, wenn ihr nicht genügend Protein zuführt, fehlen euch Bausteine, um Muskulatur aufzubauen. So. Der Körper kann alles andere, kann er ganz gut haushalten. Ne? Wenn ihr zu viel Protein esst, könnt ihr trotzdem fett werden. Ja? Und wenn ihr quasi zu viel Protein esst, macht der Körper daraus trotzdem Kohlenhydrate. Das kann er. Er kann es nur nicht andersrum. Also es ist zwangsläufig notwendig, dass ihr euer Proteinbedarf deckt, sonst verschenkt ihr einfach wertvolles Potenzial in der Regeneration. Ne? Muskeln bestehen aus Protein, Punkt. Ganz simpel. Ja? So. Dann haben wir noch 2 weitere Makronährstoffe. Das sind die Kohlenhydrate und die Fette. So. Kohlenhydrate ist, es sollte euch ein Begriff sein, ihr habt alle schon mal Kohlenhydrate und Fette gehört. Ja? Kohlenhydrate sind für euch neben dem Protein ist relativ uninteressant. Ne? Da deckt ihr euren Bedarf, fertig, zack, seid ihr auf der sicheren Seite. Kohlenhydrate sind im Endeffekt der Nährstoff, bei dem sich alles drum dreht, was Gewichtszunahme und Performance angeht. Ja? Also, wir nehmen uns jetzt nochmal hier unseren 100-Kilo-Athleten mit 3500 Kalorien Kalorienbedarf. Ne? Der isst so seine 240, 250 Gramm Protein. Völlig egal, ob er abnehmen oder zunehmen will. Mehr Protein essen bringt ihm keinen Vorteil. Weniger essen ist einfach dumm, egal in welchem Szenario. Ne? Heißt, wir haben diese 250 Gramm Protein, die fassen wir nicht an, die lassen wir einfach set. So, ne? Über die Kohlenhydrate steuern wir im Endeffekt unseren restlichen Kalorienbedarf. Nehmen wir zu, nehmen wir ab. Ne? Das machen wir über die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind maßgeblich dafür zuständig, für eure ATP-Resynthese, für eure Kraftentwicklung, für die Leistung im Training und auch für die Regeneration. Ja? Wir haben noch einen weiteren Makronährstoff, das ist das Fett. Ja? Fett hat bei uns im Körper ein paar wichtige Funktionen, fängt so bei der Cholesterinsynthese an, bei der Sexualhormonproduktion aus Cholesterin und so weiter. Heißt, ihr braucht immer ein Mindestmaß an Fetten am Tag. Und es ist einfach so, ihr habt schon mal gehört, gesättigte, ungesättigte Fettsäuren. Ich würde mich per se einfach immer nur auf die ungesättigten Fettsäuren konzentrieren, weil ihr werdet quasi passiv über das, was ihr sonst so esst, 100% immer genug gesättigte Fettsäuren zu euch nehmen. Beides ist essentiell wichtig, ja, aber in unserer heutigen Ernährung ist es relativ unwahrscheinlich, dass ihr zu wenig gesättigte Fettsäuren zu euch nehmt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass ihr zu wenig ungesättigte Fettsäuren zu euch nehmt. Heißt, darauf müssen wir uns konzentrieren. So. Bei den Fetten ist es so, viel mehr Fett als euer Grundbedarf ist, sagen wir mal so 1 Gramm bis 1,5 Gramm Fett pro Kilo Leaner Körpermasse, ist so das, was ihr als Bedarf haben solltet. Ja? Alles, was ihr drüber esst, bringt euch wieder keinen großen Vorteil, es bringt euch nicht mehr Performance, ne? Weil es keine Kohlenhydrate sind und der Körper kann damit relativ wenig anfangen. Ne? Heißt nicht, dass ihr fetter werdet, wenn ihr mehr Fette esst von eurem Kalorienbedarf, ne? Das ist Punkt Nummer 1, aber es ist einfach so, dass der Körper damit relativ wenig anfängt und ihr werdet einfach besser damit bedient, wenn ihr die übrigen Kalorien mit Kohlenhydraten auffüllt, weil das ist das, was euch nachher die Leistung gibt. Nochmal festgehalten, wir haben 3 Makronährstoffe, Protein, Kohlenhydrate, Fette. Protein 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, Leanes Körpergewicht, Fette 1 bis 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich sage extra 1 bis 1,5 Gramm, weil gerade wenn ihr im Aufbau seid, kann man mal locker 1,5 Gramm essen. Das passiert einfach, weil die Menge an anderen Lebensmitteln so hoch ist. Ihr werdet kaum eine Kohlenhydratquelle finden, wo nicht auch ein bisschen Protein mit drin ist, ein bisschen Fett mit drin ist und so weiter. Also das sind immer so Sachen, die so passiv mit reinkommen.
Wäre aber in der Diät zum Beispiel so ein Faktor, wo ich als allererstes mal das Fett so auf 1 Gramm runterschrauben würde, weil euch diese 1,5 Gramm nicht viel mehr Vorteil bringen und dafür die Kohlenhydrate relativ hoch lassen würde, damit euch die Performance nicht abschmiert. So, also die 3 Makronährstoffe, das von der Verteilung. Okay? Wir haben nachher eine Prioritätenliste, die ich eben angesprochen habe. Das wird so aussehen, das Allerwichtigste, ob ihr ab- oder zunehmen wollt, ist natürlich immer euer Kalorienbedarf. Das steht über allem anderen. Ja? Wenn euer Kalorienbedarf, was ihr am Ende des Tages gegessen habt, nicht stimmt, passiert logischerweise auf der Waage nicht das, was ihr wollt. Das Zweitwichtigste ist, dass ihr euren Proteinbedarf gedeckt habt. Wenn ihr nicht genügend Protein gegessen habt, ja, verliert ihr entweder Muskulatur oder ihr könnt keine zusätzliche Muskulatur aufbauen. So, das sind die zwei wichtigsten Sachen. Wenn ihr das, ja, schon mal im Kopf habt, wird wahrscheinlich den allermeisten von euch schon mal ein gewaltiger Schritt nach vorne gelingen. Ja. Der dritte Punkt in der Prioritätenliste ist so, wie sieht die Verteilung der restlichen Kalorien auf Kohlenhydrate und Fette aus? Da einfach darauf achten, Fette mindestens 1 Gramm, Rest stopft ihr in Kohlenhydrate. So, wenn ihr die drei Sachen, ja, abdeckt, das ist 80% der Gleichung. Ne? Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, was so Lebensmittelqualität angeht, woraus ihr euer Protein beziehen solltet. Ein ganz großer Faktor wird sein, wie ist das Timing von Kohlenhydraten, wie ist das Timing von Fetten und so weiter. Aber ich will, dass ihr quasi die richtige Gewichtung mitnehmt hier. Das, was ich euch gerade erzählt habe, das sind 80% der Gleichung. Wenn das stimmt, habt ihr den Löwenteil schon geschafft. Ne? Alles, was ich jetzt gleich weiter im Detail erzählen werde, ist, um das quasi auf 100% zu bringen. Ja? Ihr werdet aber, das meine ich, ne, ich erzähle euch gleich so ein bisschen was über Mahlzeitenfrequenz, wie oft ihr essen solltet und so weiter. Wenn ihr euch aber da quasi in den Details verrennt, aber nachher euer Proteinbedarf und euer Gesamtkalorien nicht stimmen, ja, dann nützt euch das einen Scheiß. Ne? Das ist so die große Gefahr bei Ernährung. Ne? Was ich ganz oft bei Anfängern sehe, die lesen dann unheimlich viel und verlaufen sich irgendwo in so kleinen Details und versuchen dann quasi alles richtig zu machen, verlieren aber das große Ganze irgendwie aus dem Blick. Ne? Also das ist schon einfach wichtig, damit ihr das nie vergesst. So, also wir haben die Makronährstoffverteilung, wir haben unseren Kalorienbedarf. Zum Kalorienbedarf, wir bleiben einfach bei diesem Beispiel, unser 100-Kilo-Athlet, der ist jetzt gerade in der Off-Season, will stärker werden, will Kraft aufbauen. Wir gehen davon aus, dass er irgendwann in der 105er-Klasse startet. Also der will nicht unendlich schwer werden. Aber wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, braucht ihr einen Kalorienüberschuss. Also in einem optimalen Szenario. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, auch in einem Defizit ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Aber es ist einfach sehr ineffizient für den Körper. Ein Körper möchte nicht Muskulatur haben, wenn er eigentlich quasi am Verhungern ist, gerade in einem Defizit. Weil Muskulatur prinzipiell erstmal nur Energie kostet. Und wenn ihr vom Tiger wegrennt, ja, dann wollt ihr nicht noch mehr Energie haben, die also nicht noch mehr am Körper haben, was Energie kostet, sondern ihr wollt einfach möglichst lange überleben und energiefressende Muskeln bringen euch in dem Fall nicht viel. Also sollte relativ logisch sein, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, braucht ihr einen Kalorienüberschuss. Ne? Also wir verrennen uns einfach nicht im Detail, einfach das sind so Fakten. Wichtig ist, wenn ihr einen Kalorienüberschuss habt, der darf nicht zu groß sein, der darf nicht zu klein sein. Bei 100 Kilo, so ein Kalorienüberschuss von 500 Kalorien am Tag, also wenn der Athlet 4000 Kalorien im Schnitt isst, das wäre so ein solides Maß. Ne? Ihr müsst immer euch mal überlegen, wie viel Muskulatur kann man tatsächlich in einem Monat, in einem Jahr aufbauen. Ne? Das wird bei unterstützten Athleten natürlich deutlich mehr sein als bei Naturalathleten, logischerweise. Und anhand dieses Potenzials an Muskeln, ne, gibt sich so der Kalorienbedarf vor. Das ist relativ simpel. 1 Kilo Muskulatur sind ungefähr 7000 Kalorien Überschuss. Ne, gar nicht wahr. Sind ungefähr 4000 irgendwas. Ein Kilo Fett sind 7000 Kalorien. Also 4000, schieß mich tot, Kalorien. Überschuss ist 1 Kilo Muskulatur, was ihr aufbauen könnt. So, das ist nicht viel. Ne? Wenn ihr jetzt 500 Kalorien Überschuss am Tag habt, na, könnt ihr mal rechnen. Okay, so. Ein Kilo Muskulatur baut keiner im Monat auf. Heißt, mit diesen 500 Kalorien haben wir schon so einen Puffer nach oben hin. Es wird unmöglich sein, Muskulatur aufzubauen, ohne auch ein bisschen Fett zuzunehmen und das ist okay. Was ich hier meine, ist, dass wir brauchen so ein bisschen Spielraum nach oben, weil euer Kalorienbedarf nicht jeden Tag gleich sein wird. Ihr werdet mal einen Tag haben, da bewegt ihr euch ein bisschen mehr, ne? Und diese errechneten 4000 Kalorien, das ist natürlich ein fiktiver Wert. Ne? Ihr werdet mal einen Tag haben, da habt ihr vielleicht 4200 Kalorien verbraucht, einen Tag haben, da habt ihr nur 3000 Kalorien verbraucht und so weiter. Und das wird im Mittel sein. Damit wir aber keinen Tag haben, wo wir aus Versehen ins Defizit rutschen, ja, und unser Körper blöderweise anfängt, quasi Substanz zu verlieren, anstatt aufzubauen, brauchen wir immer so ein bisschen so einen Spielraum. Bei euch kommt es auch nicht wahnsinnig drauf an,
ob ihr ein bisschen mehr an KFA zulegt oder nicht, solange ihr nachher eure Gewichtsklasse schafft, ne, und ihr nicht übermäßig fett werdet, dass es halt einfach vom reinen Gewicht her zum Nachteil wird. Ne. Heißt, einmal im Monat solltet ihr euch mindestens mal auf eine Waage stellen, um zu gucken, ob das gerade so in die richtige Richtung geht. Wenn ihr irgendwie 5 Kilo in einem Monat zugenommen habt, könnt ihr ziemlich stark davon ausgehen, dass das nicht Muskeln waren. Ja? So. Heißt also, Kalorienbedarf ermitteln ist schon wichtig. Auch da nicht verrennen. Ja? Wenn ihr jetzt rauskommt, bei euch rauskommt, ist, ihr habt 4000 Kalorien Bedarf, um einen Überschuss von 500 Kalorien am Tag zu haben, ne, heißt das nicht, dass ihr jeden Tag auf die Kalorien genau 4000 Kalorien essen müsst. Wir reden hier immer von Durchschnittskalorien. Ne? Ihr habt mal den einen Tag 5000 Kalorien gegessen, nächsten Tag 3000 Kalorien gegessen, seid ihr im Mittel trotzdem bei 4000 Kalorien. So kann der Körper damit haushalten. Ne? Okay, das grundsätzlich einmal dazu. Dann kommen wir jetzt einmal zu den einzelnen Makronährstoffen, wie die Verteilung aussehen sollte, was es bei den Makronährstoffen alles zu beachten gibt. Und der letzte Punkt, den wir dann heute im Detail ansprechen werden, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, ist so das Training und also die Ernährung rund um das Training, wie man quasi die Leistung optimal abrufen kann. Ja? Der Großteil der Ernährung befasst sich im Endeffekt eigentlich nur mit der Regeneration. Wie schaffe ich, dass ich am Ende des Tages den Trainingsreiz gut umgesetzt habe und da Muskulatur draus mache und möglichst wenig Fett? So. Und der zweite Teil der Ernährung bezieht sich auf die eigentliche Performance im Training. Das sind natürlich beides extrem wichtige Faktoren. Wenn euer Training für den Arsch ist, dann müsst ihr auch nichts regenerieren. Und umgekehrt. Es nützt euch auch nichts, wenn das Training Bombe war und ihr danach halt da aber nichts draus macht. Weil ihr wachst nicht im Training. Ihr werdet auch nicht im Training stärker, sondern ihr werdet quasi in den Anpassungsprozessen, die später stattfinden, stärker. Okay. So, wir nehmen uns nochmal den ersten Makronährstoff vor. Das ist das Protein. Beim Protein habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwie gehört, so biologische Wertigkeit, ja, was ist das? Im Endeffekt heißt ein Protein, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Aminosäuren im Körper. Wenn jetzt ein Protein, ihr esst ein Protein, ja, so, dann wird das verdaut, wird in die einzelnen Aminosäuren quasi aufgespalten. Die Aminosäuren, die landen im Blut. Ihr habt so einen Aminosäurepool, der schwimmt in eurem Blut rum. Ne, und für die verschiedenen Aufgaben braucht der Körper halt verschiedene Aminosäuren. Die zieht er sich aus dem Blut raus. So. Jetzt ist es natürlich so, nicht jede Aufgabe im Körper braucht dieselben Aminosäuren. Ne? Für eine Sache brauchen wir ein paar mehr, für andere ein paar weniger. Wir beziehen uns jetzt einfach mal, ihr braucht für tausend Dinge Aminosäuren, aber wir beziehen uns jetzt einfach mal nur auf den Muskelaufbau. So. Wenn ihr jetzt euch anschaut, ne, ihr seid alles Säugetiere, ne, und wir sind alle relativ gleich aufgebaut. Heißt, die Aminosäuren, die unser Körper braucht, um Muskulatur aufzubauen, sind sehr ähnlich wie die Aminosäuren, die im Muskelfleisch vorkommen, von irgendwelchen Tieren. Logischerweise. Ne? Heißt, die optimale Proteinquelle wäre, wenn ihr jetzt eurem Nachbarn in den Bizeps beißt, ne, dann könnt ihr da sehr gut auch einen Bizeps draus bauen. So. Das heißt grundsätzlich, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, deckt ihr euren Proteinbedarf vor allen Dingen aus tierischen Eiweißquellen, aus Fleisch, aus Eiern, aus Milchprodukten, dann seid ihr vom Aminosäureprofil sehr dicht an der körpereigenen Struktur und es fällt eurem Körper sehr leicht, daraus Muskulatur zu machen. Sind ihr vegane Athleten? Genau. So. Die werden gleich schreien. Ne? So, ne? Das ist der einfachste Weg, sagen wir einfach so. Ja? Es ist aber natürlich nicht der einzige Weg. Ne? Euren Körper interessiert das prinzipiell einen Scheiß, ob die Aminosäuren jetzt aus einem Stück Fleisch kommen oder woanders herkommen. Das Problem bei pflanzlichen Proteinquellen ist oft einfach so, dass quasi die Aminosäuren pro Pflanze nicht das komplette Spektrum abdecken, was wir brauchen, um Muskulatur aufzubauen. Es gibt aber unterschiedliche pflanzliche Proteinquellen mit unterschiedlichen Aminosäurenprofilen. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und die sinnvoll kombiniert, ne, dann kann man trotzdem ein komplett vollwertiges Aminosäurespektrum haben. Das heißt, man kann auch mit pflanzlicher Ernährung genauso Muskulatur aufbauen wie mit einer Allesfresserkost sozusagen. Ja. Es wird nur ein bisschen komplizierter, man muss ein bisschen mehr Gedanken verschwenden an die einzelnen Proteinquellen. Ne. Bei tierischen Proteinen ist es relativ simpel, egal ob ihr ein Stück Hähnchen, ein Stück Rind oder sonst was esst, könnt ihr euch sicher sein, da müsst ihr nicht zusätzlich irgendwas supplementieren. Da habt ihr alle Aminosäuren, die wichtig sind, um Muskulatur aufzubauen. Ein zweiter Punkt bei den Proteinquellen, der finde ich sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn wir Richtung Performance schielen, ist so die Verdauungsgeschwindigkeit. Ne. Ihr werdet feststellen, wenn ihr ein Stück Steak, ja, eine Stunde vorm Training esst, ja, kommt auf die Größe vom Steak an, wird das wahrscheinlich noch nicht so ganz verdaut sein, ne, schwimmt noch im Magen rum. Wenn ihr jetzt eine Stunde vorm Training ein bisschen weißes Fischfilet esst, so, das ist wie nix, das ist weg. Ne.
Heißt, bei den verschiedenen Proteinquellen kommt es schon ein bisschen aufs Timing drauf an. Unser Ziel ist es am Ende des Tages, dass wir eigentlich den Körper durchgängig mit Aminosäuren versorgen. Ne? Weil wir haben zwar diesen Aminosäurepool, aber der Körper hat keine richtige Speicherfunktion für Protein. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht quasi heute 500 Gramm essen, damit ihr morgens gut versorgt seid. So funktioniert das nicht. Ne? Kohlenhydrate kann der Körper abspeichern, die werden dann als Muskelglykogen in der Muskulatur und in der Leber gespeichert. Fett habt ihr alle, ordentlich Speicher, ne? So, sind auch vorhanden. Nur bei Protein funktioniert das Ganze nicht. Ne? Irgendwann ist es so, wenn zu viel Protein rumschwimmt, der Körper damit nichts anfangen kann, so, dann macht er da entweder Kohlenhydrate draus oder Fett und lagert das ein. Ne? Das steht dann aber nicht mehr als Protein später zur Verfügung. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir quasi über den Tag verteilt immer so ein gleichmäßiges Spektrum an Aminosäuren bei uns im Blut haben. Da gibt es noch einen so einen lustigen Prozess, der nennt sich Muskelprotein-Biosynthese. Ja, das ist im Endeffekt der Vorgang, in dem der Körper Proteine aufbaut. Ja, und Proteine aufbauen heißt in dem Fall Muskulatur. Ne? Da macht er aus den Aminosäuren, baut er quasi wieder Proteine und das ist eure Muskulatur. So, Muskelprotein-Biosynthese ist abhängig von einer Aminosäure, ganz besonders, das ist Leucin. Leucin kommt in allen eben genannten Proteinquellen in ausreichender Menge vor. Heißt, wenn ihr so 30 bis 40 Gramm Protein pro Mahlzeit esst, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr so 2 bis 4 Gramm Leucin habt. Und das ist so ungefähr so dieser Trigger, damit der Körper anfängt, diese Muskelproteinbiosynthese zum Laufen zu bringen. Heißt, in einem optimalen Szenario, ja, führt ihr alle 3, 4 Stunden so viel Protein zu, dass ihr diese 2 bis 4 Gramm Leucin abgedeckt habt. Ne? Müsst ihr, ich erzähle euch das einfach, damit ihr es wisst, ne? Das sind so Sachen, das könnt ihr irgendwo im Hinterkopf vergraben. Was ihr euch merken solltet, ist, dass ihr eure Proteinquellen einfach gleichmäßig über den Tag verteilt, optimalerweise in mehr als 3 Gaben. Ne? Dann ist man so auf der sicheren Seite. So, wir waren aber eigentlich bei der Verdauungsgeschwindigkeit stehen geblieben. Heißt, wir haben Sachen wie rotes Fleisch, was relativ langsam verdaut wird. Wir haben bei tierischen Proteinquellen sowas wie Hähnchen, was relativ schnell verdaut wird. Weißer Fisch, was schnell verdaut wird. Whey-Protein, was mega schnell verdaut wird, logischerweise. Milchprodukte wie Quark zum Beispiel, fällt wieder in die Kategorie, wird relativ langsam verdaut. Das ist Casein als Proteinquelle sozusagen. Casein hat den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass es quasi im Magen verklumpt. Ja, und dadurch quasi sehr langsam abgegeben wird. Ne? Das kann ein Vorteil sein, wenn man das abends isst und quasi über die Nacht länger versorgt sein möchte, kann aber auch ein absoluter Nachteil sein, wenn man das morgens isst und das einem den ganzen Tag im Magen rumliegt. Ne? Okay, heißt, wenn ich Proteinquellen aufteilen würde über den Tag, würde ich immer schauen, dass ich rund vor dem Training, also in dem Fenster, sagen wir mal 3 bis 4 Stunden vor dem Training, nur Proteinquellen essen würde, die wirklich relativ schnell verdaut sind, weißes Fleisch, Whey-Protein und so weiter, damit das Ganze bis zum Training auch schon im Blut ist und angekommen ist. Ihr wollt nicht im Training damit beschäftigt sein, euer Essen noch zu verdauen, weil das klaut euch quasi Energie, die ihr fürs Training braucht. Eure Performance wird nicht gut sein und so weiter. Mit Sicherheit wird es hier den einen oder anderen geben, der haut sich, keine Ahnung, vorher McDonald's rein und geht dann ins Training. Ist einfach keine schlaue Idee. Ne? Es gibt Leute, die sind wahnsinnig stark. Das heißt überhaupt nicht, dass die alles richtig machen und dass die nicht vielleicht sogar noch viel mehr Potenzial nach oben haben. Ja, also bitte macht euch ein bisschen so frei von diesem Gedanken, nur weil irgendjemand, der stärker ist als euch gesagt habt oder das so und so macht, heißt es nicht, dass es das Optimale ist. Ne? Beim Training noch viel mehr. Ne? Nur weil irgendjemand mit einer bescheuerten Technik viel drückt, ne, und ihm dabei die Schulter nicht wehtut, wenn euch dabei alles wehtut, ist das vielleicht keine schlaue Idee. Ne? So, also rund ums Training bzw. in dem etwas größeren Zeitfenster vor dem Training achtet darauf, dass eure Proteinquellen leicht verdaulich sind. Morgens und abends würde ich schauen, dass ihr Proteinquellen habt, die ruhig ein bisschen länger verdaut sind, damit ihr einfach über den Tag gut versorgt seid. So. Neben der Art der Proteinquellen, ich rede jetzt immer von so relativ magerem Fleisch, ne? Also mageres Rind, mageres Hähnchen und so weiter, ist unser dritter Makronährstoff Fett auch maßgeblich daran beteiligt, wie schnell Sachen verdaut werden. Ja? Also Eiklar zum Beispiel, ne, ist eine Proteinquelle, die relativ schnell verdaut wird. Ein Vollei hingegen wird relativ langsam verdaut, weil ihr einfach das Fett mit dazu habt. Ja? Wenn ihr jetzt einen Steak-Cut habt mit mehr Fett, wird das noch langsamer verdaut als jetzt ein leanes Steak. Und wenn ihr zu eurem Hähnchen, keine Ahnung, 50 Gramm Nüsse esst, ja, dann wird auch das insgesamt langsamer verdaut. Also das auch ein bisschen mit einbeziehen. Das heißt dann im Umkehrschluss, ihr solltet auch schauen, dass ihr rund ums Training relativ wenig Fett zu euch nehmt, damit einfach diese Verdauungsgeschwindigkeit
nicht beeinträchtigt wird. Das Ziel ist es nachher immer, dass ihr quasi mit komplett verdautem Essen ins Training geht, mit einem stabilen Blutzucker, damit das alles, was ihr euch im Training noch reinpfeift, kommen wir später zu, damit das auch ankommt. Ne? Wenn wir hier ein bisschen über Intra-Workout-Nutrition und so reden, könnt ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr noch einen vollen Magen habt und kippt das da oben drauf, ja, dann kommt das da nicht dann an, wenn ihr eigentlich denkt, dass es da ankommt, weil euer Magen noch damit beschäftigt ist, das Steak zu verdauen. Okay, also für Proteinquellen nochmal festhalten, tierische Proteinquellen von Milchprodukten über Fleisch, über Eier, Fisch logischerweise ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr euch keine großen Gedanken drum machen wollt, wie kombiniere ich jetzt 10.000 verschiedene Lebensmittel, um mein Aminospektrum abzudecken. Das ist im Endeffekt auch zum Thema Protein, gleichmäßig verteilen, quellen und schauen von der Verdaubarkeit, dass ihr es so legt. Ne? Das heißt ja zum Beispiel an einem Abend, ne, bevor ihr ins Bett geht, letzte Mahlzeit, hinten zum Beispiel ein Magerquark, völlig okay, ne? Seid länger über die Nacht verdaut oder ihr packt euer rotes Fleisch, fettiges Steak an die letzte Mahlzeit des Tages oder Eier oder packt noch ein paar Nüsse mit dazu und sowas. Das ist quasi da, es ist ideal, weil ihr liegt 8 Stunden im Bett, ihr werdet 8 Stunden nicht essen. Ne? Wieder Prioritäten, ganz wichtig, ne? So wie ich euch am Anfang gesagt hätte, nicht, dass einer auf die Idee kommt, sich nachts alle 4 Stunden Wecker zu stellen, damit er essen muss, wegen der Proteinbiosynthese. Ne? Da muss man natürlich gucken, was ist wichtiger, Schlaf, Regeneration oder dass wir alle 4 Stunden die Proteinsynthese triggern. Da ist natürlich ganz klar, der Schlaf ist viel, viel wichtiger. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn wir eine Proteinquelle haben, die insgesamt ein bisschen länger zum Verdauen braucht, sind wir nachts einfach länger versorgt. Deswegen. Ne? Okay, so, zweiter Makronährstoff. Was gibt es zu den Kohlenhydraten generell zu sagen? Kohlenhydrate sind im Endeffekt immer Zuckermoleküle, die aneinander gehängt sind. Ne? Ihr habt alle schon mal gehört, so kurze Kohlenhydrate, lange Kohlenhydrate, komplexe, wie auch immer. Ne? Das bedeutet im Endeffekt immer nur, wie viele von diesen Glukosemolekülen hängen aneinander. Funktioniert so, ihr esst jetzt, keine Ahnung, Reis. Ne? Frag mich nicht, wie viele Glukosemoleküle das sind, wie auch immer. Der Körper braucht, je komplexer ein Kohlenhydrat ist, länger, um das zu verdauen. Nachher landet jedes Kohlenhydrat, wenn es aufgespalten ist, als Glykogen quasi oder als Glukose erstmal in der Muskulatur. Das ist euer Blutzucker sozusagen. Euer Körper reagiert auf den steigenden Blutzuckerspiegel, damit dass er ein Hormon ausschüttet, Insulin. Ne? Und dieses Insulin sorgt dafür, dass die Glukose aus eurem Blut im Optimalfall in der Muskulatur und nicht in den Fettdepots landet, als Muskelglykogen abgespeichert wird. Ne? Ganz wichtig. Es ist prinzipiell für euer Muskelglykogen vollkommen egal, woher euer Körper jetzt die Kohlenhydrate hat. Ja? Ob das jetzt Gummibärchen sind, ob das Kartoffeln oder Süßkartoffeln sind, alles wird nachher zu Glukose und alles landet durch Insulin nachher da, wo es hin soll. Ganz wichtig. So, warum macht es trotzdem Sinn, nicht den ganzen Tag Gummibärchen zu essen? Ja? Je komplexer ein Kohlenhydrat ist, umso langsamer wird es verdaut. Das heißt im Umkehrschluss auch, umso langsamer steigt euer Blutzuckerspiegel an. Was wir haben wollen, um maximal Muskelaufbau zu haben, ist, dass wir eine sehr gute Insulinversorgung haben. Also quasi das Hormon, was als Reaktion auf den steigenden Blutzucker ausgeschüttet wird, das ist auch das Hormon, was für den meisten Muskelzuwachs zuständig ist. Zumindest für die Naturalathleten unter euch. Ja, also macht euch ein bisschen frei davon, dass Testosteron in irgendeiner Weise relevant ist für Muskelaufbau in natürlichen Mengen. Absolut nicht. Das ist mit Sicherheit wichtig für euer Wohlbefinden und so weiter. Ja, aber ob jetzt jemand 7 Nanogramm oder 3 Nanogramm pro Milliliter natürliches Testosteron hat, macht absolut einen scheiß Unterschied, ob ihr mehr oder weniger Muskulatur aufbaut. Ja, also da ganz, ganz wichtig, ne? Wenn das so wäre, würden Frauen gar keine Muskeln aufbauen. Ne? Ist offensichtlich nicht so. Das viel mächtigere Hormon ist hier Insulin und das könnt ihr sehr gut dadurch steuern, was ihr esst. Ne? So, Ziel ist es, dass wir einen relativ gleichmäßigen Insulinspiegel über den Tag haben, damit wir da maximal versorgt sind. Insulin sorgt im Zusammenspiel mit ein paar anderen Hormonen dafür, dass euer IGF-1-Spiegel steigt. IGF-1 habt ihr vielleicht auch schon mal gehört und IGF-1 ist auch wieder ein Hormon, das sehr wichtig ist für den Muskelaufbau. So. Wir wollen selbes Ziel wie bei dem Protein. Wir wollen im Training nicht damit beschäftigt sein, noch die Kartoffeln zu verbauen. Ne? So. Heißt, wenn es darum geht, leicht verdauliche, schnell verdauliche Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, ist wieder dieser Zeitraum rund ums Training relativ interessant. Alles, was weiter weg ist vom Training, bringt es uns überhaupt keinen Vorteil, wenn jetzt Insulin mega hoch gespiked wird und dann schnell wieder in den Keller sinkt und dann steigt das wieder hoch und wieder runter. Heißt, wir wollen quasi zu allen Zeitpunkten, die weg sind vom Training, auf möglichst komplexe Kohlenhydrate achten, damit wir einen gleichmäßigen
gleichmäßigen Insulinspiegel und gleichmäßigen Blutzuckerspiegel haben. So, jetzt ganz, ganz wichtig, ist es sehr abhängig von den Athleten und von eurem Kalorienbedarf. Wenn ich jetzt einen Athleten habe, der 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen muss, das ist eine Menge, ein Kilo Kohlenhydrate. So, und der fängt an, morgens 400 Gramm Haferflocken zu essen, dann hat der ein ganz schönes Problem. Ne? Weil je komplexer ein Kohlenhydrat ist, heißt in der Regel, es hat auch mehr Ballaststoffe, ne? Umso länger braucht das zum Verdauen. Das heißt, bei einem sehr, sehr hohen Kalorienbedarf und einem Kohlenhydratbedarf kriegt ihr einfach irgendwann höllisch Verdauungsprobleme. Heißt, bei der Auswahl der Kohlenhydrate kommt es sehr darauf an, wie viel ihr insgesamt esst. Die Mädels unter euch, ne, die vielleicht 200-300 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen sollten, die sind super damit bedient, zum Beispiel zum Frühstück Haferflocken zu essen. Ne, sind damit super bedient, wenn ihr eure 60, 70, 80 Gramm Haferflocken esst. Ihr schaut, dass ihr rund ums Training vielleicht einen weißen Reis esst, der ein bisschen schneller verdaut ist. Ne, abends vielleicht ein paar Kartoffeln, Süßkartoffeln esst und so weiter. Auch Weizen ist überhaupt kein Problem. Man kann auch Weizen essen, ne, wenn ihr keine Glutenunverträglichkeit habt. Spricht überhaupt nichts dagegen, auch wenn das gerne mal so verteufelt wird. Also wenn ihr Bock habt, Nudeln zu essen, könnt ihr auch Nudeln essen. Alles okay. Ne. Der Athlet, der 6000 Kalorien braucht, wenn der morgens anfängt, Haferflocken zu essen, ja, dann kriegt er spätestens seine zweite Mahlzeit nicht mehr richtig rein und nicht verdaut. So. Und dann staut sich das quasi alles im Magen. Ne? So, und dann können wir das vergessen, dass das bis zum Training alles weg ist. Ne? Heißt in dem Fall, der würde den ganzen Tag über schauen, dass er leicht verdauliche Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil der eh allgemein so wahnsinnig viel zuführt, dass er trotzdem immer einen konstant hohen Blutzucker- und Insulinspiegel hat. Okay? So, also da bitte einfach ein bisschen abwägen von der Verdaubarkeit. So. Es gibt noch einen Grund, warum ballaststoffreiche Kohlenhydratquellen gut sind. Einmal A für die Verdauung. Ne? Wir brauchen halt ein Mindestmaß an Ballaststoffen, damit die Verdauung überhaupt läuft. Zu viel Ballaststoffe kann aber natürlich auch wieder genau nach hinten losgehen. Ne? Kriegt ja entweder Verstopfung so, oder Durchfall des Todes. Kann beides passieren. Ne? Wenn ihr so einmal am Tag auf Klo geht, ist gut. Ne? Die von euch, die 4.000, 5.000 Kalorien essen, die können auch gerne 2-3 Mal am Tag auf Klo gehen. Ja? Wenn ihr irgendwie alle 2 Tage oder 8 Mal am Tag auf Klo geht, ist beides nicht gut. Na, dann würde ich mir mal ein bisschen um die Ballaststoffe Gedanken machen. Ansonsten gibt es zu den Kohlenhydraten nicht so viel zu sagen. Vom Timing her würde ich so schauen, ist ganz großes Missverständnis. Die Leute essen Unmengen Kohlenhydraten unmittelbar vor dem Training zum Beispiel, damit sie mehr Power im Training haben. Ganz wichtig zum Verständnis, aus eurem Blutzucker, ja, könnt ihr quasi keine Leistung abrufen. Ne? Euer Blutzucker, der bei euch im Blut rumschwimmt, da macht der Körper nichts mit. Das wird quasi erst über Insulin in die Muskulatur geschattelt als Muskelglykogen. Und dieses Muskelglykogen, das könnt ihr quasi für euer Training nutzen. Heißt, für euer Training ist im Endeffekt viel wichtiger, was habt ihr gestern gegessen, als das, was ihr jetzt unmittelbar vom Training gegessen habt. Also die Funktion von den Kohlenhydraten vor dem Training ist im Endeffekt nur, um auch einen konstanten Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel zu halten. Natürlich wird davon auch ein bisschen was in der Muskulatur ankommen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ihr, wenn ihr jetzt Unmengen 2 Stunden vom Training esst, ihr auf einmal mehr Power habt. Das ist Blödsinn. Das ist vielleicht Placebo und kommt euch so vor. So ist es aber nicht. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Aber gleich zum Thema Training kommen wir nochmal. Wenn ihr irgendwo Kohlenhydrate einsparen möchtet oder müsst, einfach für euren Bedarf oder weil ihr vielleicht Gewicht verlieren müsst für eine Klasse, wie auch immer, ist abends so der beste Zeitpunkt, weil abends ist es so, dass Insulin im Schlaf ein bisschen die Schlafqualität verringern kann. Und wir wollen auf jeden Fall Fokus haben, dass die Schlafqualität hoch ist und Regeneration im Schlaf gut läuft. Und es ist einfach der Zeitpunkt, wo der Körper am wenigsten mit den Kohlenhydraten anfangen kann. Ihr habt da keine körperliche Aktivität, ihr braucht da nicht so viel Kohlenhydrate. Heißt, wenn ihr irgendwo Kohlenhydrate einsparen wollt, würde ich das zum Abend hin machen. Ne? Haben wahrscheinlich die eine oder andere von euch schon gehört, ja, man darf abends keine Kohlenhydrate essen wegen Wachstumshormonen in der Nacht oder so. Absoluter Bullshit. Da lasst euch nicht erzählen, es macht trotzdem Sinn, wenn man irgendwo Kohlenhydrate reduzieren will, das zum Abend hin zu machen. Und da ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen, die Fette und das Protein höher zu halten, damit ihr über die Nacht gut versorgt seid. Okay, das zum Thema Kohlenhydrate. So, dann haben wir noch den dritten Makronährstoff zu den Fetten. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, Fokus auf ungesättigte Fettsäuren legen, ja, Omega-3-Fettsäuren. Was haben wir da so an Fettquellen, die man so zu sich nehmen kann? Alle Arten von Nüsse. Ja, Fisch, ganz wichtig, bei Fisch und Fleisch. Fisch und Fleisch können beides sehr gute Fett- und auch schlechte Fettquellen sein. Es kommt dabei extrem darauf an, was die Viecher gegessen haben. Ja, wenn ihr jetzt einen Rind aus Weidenhaltung habt, ja, was den ganzen Tag nur Gras futtert, dann könnt ihr da auch einen fettigen Cut vom Steak nehmen und ihr werdet da ein 1A-Fettsäureprofil haben.
was eurem körpereigenen Fettsäureprofil matcht und gut ist, ne, mit viel ungesättigten Fettsäuren. Wenn ihr so ein Viech aus dem Mastbetrieb habt, wo das einfach hochgezüchtet wird und dem quasi das Essen reingepresst wird, ne, am besten, ich weiß nicht, keine Ahnung, was die da kriegen, aber es ist so, dann ist das Fettsäureprofil meistens Mist. Ne? Also quasi, je besser es den Viechern geht, umso gesünder sind sie auch nachher. Und das stimmt. Ne? Heißt, solltet ihr euren Fettbedarf auch aus Eiern, Eier auch so ein Faktor, ne? wenn ihr eure Fette aus Fleisch und Eiern decken wollt, dann achtet bitte wirklich drauf, wo das herkommt. Ne? Das kann man ethisch so sehen, super. Mir geht es hier erstmal ums Faktische. Ja? Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn ihr magere Proteinquellen zu euch nehmt, ihr ein Hähnchenbrustfilet esst, ja, macht das für euch absolut keinen Unterschied, ob das Ding glücklich auf dem Acker rumgepickt hat oder ob das aus einem Käfig kommt. Also rein für eure Performance. So, dass das vielleicht trotzdem verwerflich ist, sei mal dahingestellt, aber na, viele von euch müssen wahrscheinlich auch auf ein Budget achten und so weiter. Heißt bitte, wenn ihr fettiges Fleisch oder ganze Eier esst, achtet bitte drauf auf die Haltung der Tiere. Ne? Einfach für euch, damit es gesund ist. Ne? So, Fette. Also Nüsse, Fisch, Fleisch in Anführungszeichen, je nachdem wie gefüttert wurde. Avocados, auch super Fettquelle. Sterben in Mexiko irgendwelche Bauern für, ist ethisch wahrscheinlich genauso beschissen. Dann haben wir noch Olivenöl, wo in Süditalien wahrscheinlich Leute für erschossen werden, auch okay. Ne? Also ihr könnt euch davon ausgehen, egal was ihr an Fetten zu euch nehmt, entweder sind dafür Menschen oder Tiere am Leiden gewesen, super. Ne? So. Seid ihr baut eure Avocados selber im Garten an. Ne? Nein. Egal, die Diskussion wollen wir hier gar nicht anfangen. Aber das sind alles so Fettquellen, die sehr, sehr, sehr gut sind. Ne? Ihr werdet bei eurem Bedarf sagen, bleiben bei unserem 100-Kilo-Athleten, 1 Gramm Fett pro Kilo leanes Körpergewicht, also 80 Gramm Fett am Tag. Ihr werdet wahrscheinlich dadurch, dass der 4000 Kalorien zu sich nimmt und sowieso mageres Fleisch isst, ein bisschen Kohlenhydrate isst, da ist überall immer ein bisschen Fett dabei. Ne? Also werden wahrscheinlich 30 Gramm von diesem 80 Gramm Fett, werdet ihr quasi gar nicht vermeiden können, die kommen automatisch zu, bleiben noch 50 Gramm Fett, die ich quasi aktiv in meine Ernährung integrieren würde. Und das ist genau das, da würde ich mich bei diesen 50 Gramm drauf konzentrieren, halt möglichst ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen, weil diese 30 Gramm, könnt ihr davon ausgehen, das sind wahrscheinlich großteilig gesättigte Fettsäuren und sowieso habt ihr davon mehr als genug. Ne? Kurz einmal dazu, gesättigte Fettsäuren sind auch wichtig für eure Hormonproduktion und so weiter, also da darf man nicht komplett drauf verzichten. Es ist nur einfach so, dass ihr nie in eine Situation kommen werdet, wo ihr aus Versehen davon zu wenig habt eigentlich. Ne? Deswegen dann nicht groß weiter Gedanken dran verschwenden. Bei den Fetten ist es so, es verlangsamt die Verdauung. Das kann gut oder schlecht sein. Abends ist es genau das, was wir wollen. Ne? Wir wollen über die Nacht unser Protein langsam verdauen. Vor dem Training oder direkt nach dem Training ist es auch das, was wir gar nicht wollen. Heißt, eure Fette würde ich schauen, dass ihr sie, ich gehe mal davon aus, ihr trainiert abends, nachmittags in so einem Setting, wie die meisten wahrscheinlich, würde ich die Fette relativ zu Beginn des Tages packen. Also habt morgens meinetwegen euer Rührei, da ein paar komplexe Kohlenhydrate, Haferflocken zu und abends vorm Schlafen. Ich muss noch mal einmal ganz kurz eingreifen zu den Kohlenhydraten. Ich habe Obst überhaupt nicht angesprochen. Ja? Obst generell besteht nicht nur aus Fructose, ne, also Fruchtzucker, sondern Obst ist immer eine Mischung aus verschiedenen Kohlenhydraten. Fructose hat eine Besonderheit. Fructose wird im Körper sehr schwierig als Muskelglykogen abgespeichert. Das wird vorrangig als Leberglykogen abgespeichert. Heißt, ihr könnt über Früchte könnt ihr sehr schwer quasi eure Muskelglykogenspeicher voll halten. Das heißt aber nicht, dass ihr auf Früchte verzichten solltet. Ne? Euer Leberglykogen ist auch ganz, ganz wichtig für Performance, für Hirnleistung, für Verdauung ist es sehr wichtig. Für eure Schilddrüsenproduktion ist es wichtig, um einen stabilen Blutzuckerspiegel zu halten. Auch über Nacht und so weiter ist es sehr wichtig. Also bitte jetzt nicht auf die Idee kommen, wir verzichten alle auf Obst. Ne? Wenn ihr gern 3, 4, 5 Stück Obst am Tag esst und das in eure Kohlenhydrate mit einrechnet, seid ihr da auf der sicheren Seite, ist völlig okay. Ne? Mikronährstoffe, Vitamine und Co., nochmal ein ganz anderes Thema, dass man nicht auf Obst und Gemüse verzichten sollte komplett, ist, glaube ich, relativ klar. Ne? Aber so, jetzt haben wir es abgesprochen. Wir haben bei den Proteinen die Proteinquellen, das Timing besprochen. Wir haben bei den Kohlenhydraten die verschiedenen Kohlenhydratquellen besprochen, wann was Sinn macht. Und bei den Fetten auch die Sachen, wo ihr drauf achten solltet. Ne? So, jetzt habt ihr 90% ja, von der Gleichung schon vorliegen. Ne? Wenn ihr das alles halbwegs beachtet, ne, dann könnt ihr schon so extrem viel mehr aus eurem Training rausholen,
Das verspreche ich euch. Ne? Und ganz, ganz wichtig bei der Geschichte ist, ihr müsst kein Perfektionist sein. Ne? Versucht einfach so diese Stichworte, diese Prioritätenliste, die ich euch gegeben habe, immer einfach so grob im Auge zu behalten bei dem, was ihr esst. Ne? Und versucht immer einfach, wenn ihr so die Wahl habt, selbst wenn ihr könnt ja auch essen gehen, ne? Man kann immer im Restaurant auch einfach eine schlauere Entscheidung treffen. So. Und dann müsst ihr euch immer überlegen, alles klar, was ist mir jetzt wichtiger, meine Trainingsperformance oder das Stück Pizza, was mir vielleicht nichts bringt. Ne? Am Ende des Tages könnt ihr das alle selber entscheiden, aber ich will, dass ihr alle die Tools an der Hand habt und notfalls einfach die richtige Entscheidung für euch treffen können. Ne? Wie gesagt, ihr seid alles keine Profisportler, ne? Man muss auch leben und Spaß haben, aber wenn man das Wissen hat, kann man sich noch dazu entscheiden, ob man es anwendet oder nicht. Okay, so. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Thema, würde ich sagen, eigentlich das Training. Ne? Performance rund ums Training, Regeneration, was man da alles verbessern kann. Ne? Also, ihr habt so jetzt das Grundkonstrukt an Ernährung, was Regeneration angeht und die Versorgung über den Tag habt ihr gut abgedeckt. Und jetzt kommen wir quasi zum wichtigsten Punkt, ist das Training. Vorhin schon kurz erwähnt, ihr wollt im Training nicht mehr verdauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist so, ein hoher Blutzuckerspiegel klaut euch Performance und ein extrem niedriger Blutzuckerspiegel klaut euch auch Performance. So. Heißt, ihr wacht morgens meinetwegen mit einem 80er Blutzucker auf, das wäre so ein gesunder, nüchtern Blutzucker. Ne? Wenn ihr jetzt mit einem 80er Blutzucker ins Training geht, besteht so ein bisschen die Gefahr, dass ihr so leicht in den Unterzucker fallt, ne? Dass nicht in den kritischen Bereich, dass es gefährlich wird, aber so, dass es euch ein bisschen Performance klaut. Das kann durchaus passieren, muss nicht passieren, je nachdem, wie viel Leberglykogen ihr gerade gespeichert habt und der Körper das ausgleichen kann. Es besteht aber durchaus die Gefahr. Ne? Heißt, in einem optimalen Szenario haben wir eine Stunde, zwei Stunden vorm Training eine Kohlenhydratquelle, die relativ leicht verdaulich ist, die aber nicht so simpel ist, dass euer Insulinspiegel steigt und extrem wieder in den Keller fällt. Ne? Also Szenario 1, ihr esst jetzt eine Stunde vorm Training die Packung Haribo, so, ne? Dann schießt euer Insulinspiegel hoch oder euer Blutzuckerspiegel schießt hoch, dann schüttet euer Körper Insulin aus, wahnsinnig viel, um das wieder quasi runterzubringen auf nüchtern Level. Jetzt fangt ihr blöderweise schon an zu trainieren, während euer Körper viel Insulin ausgeschüttet hat. So, durch die Bewegung und das Training an sich verbrennt ihr quasi ein bisschen aktiv Blutzucker. Euer Blutzucker sinkt. Ihr habt jetzt aber immer noch diesen hohen Insulinspiegel. Ne? Und das werden viele von euch wahrscheinlich kennen, wenn ihr so eine Kleinigkeit vom Training gegessen habt, sei es ein Apfel, ein bisschen Süßkram oder so, und im Training nichts zu euch nehmt, dann fällt man tatsächlich relativ schnell mal in den Unterzucker. Und das ist katastrophal für die Performance. Heißt, eine gute Mahlzeit vorm Training, wäre so zwei Stunden vor, vielleicht Reis, Hähnchen, so die klassische Bodybuilder-Mahlzeit, macht in dem Fall einfach sehr Sinn. Ne? Nach zwei Stunden werdet ihr noch keine kompletten nüchternen Blutzuckerwerte mehr haben, da werdet ihr vielleicht so bei 100 rumpopeln und das ist ein guter Wert. Ne? Da ist der Magen, der ist schon wieder fast leer, Blutzuckerspiegel ist noch relativ konstant, damit könnt ihr ins Training gehen, seid nicht mehr mit Verdauung beschäftigt, habt konstant Blutzuckerspiegel, super. So. Was ihr jetzt im Training zuführen könnt, sind zwei Dinge. Ne? Grundsätzlich einmal zum Verständnis, was macht ihr im Training? Ihr macht erstmal grundsätzlich im Training nichts anderes außer Muskulatur kaputt. Ne? Also durch die harten Kontraktionen, durch das Bewegen, macht ihr quasi Mikroschäden an der Muskulatur, ne? Die der Körper irgendwann quasi wieder auffüllen muss. So. Dann werden die Muskelfasern ein bisschen dicker und dann habt ihr mehr Muskeln, seid stärker, wie auch immer. Also im Training wächst ihr nicht. Ne? Im Training macht ihr erstmal die ganze Scheiße nur kaputt. Wenn ihr danach nichts essen würdet zum Regenerieren, hättet ihr nach dem Training weniger Muskeln als vorher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man begreifen muss. Kennen ein paar von euch John Meadows zufällig? Tatsächlich nicht. Okay. John Meadows ist quasi so der Erfinder der Intra-Workout-Nutrition im Bodybuilding. Ne? Und alles, was im Bodybuilding gut funktioniert, um Muskulatur aufzubauen, funktioniert auch, was Performance angeht im Kraftsport. Der ist leider gerade verstorben, deswegen habe ich es nur angesprochen. So. Zwei Dinge. Der hat immer so ein Beispiel gegeben. Stellt euch das vor, im Training, ihr grabt so ein Loch, ja, wie so ein Graben. Ja, und nach dem Training müsst ihr quasi das Loch erstmal wieder auffüllen. Und dann müsst ihr noch was on top packen, damit ihr mehr Muskulatur habt. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass im Training dieses Loch gar nicht erst so tief ist, ja, haben wir quasi alles, was wir nach dem Training raufpacken, ist der Haufen auf einmal höher. Simpel gesprochen. Ja. Das Lochgraben ist quasi der Muscle Protein Breakdown, also das ist quasi das Niederbrechen von Muskelprotein, das ist das, was ihr kaputt macht. Und die Muskelproteinsynthese, ne, ist quasi das Aufbauen von Protein, das ist quasi das, was uns nachher Muskulatur bringt. So.
wenn wir diesen Muscle-Protein-Breakdown trotz Training ein bisschen runterbringen können und die Muskelproteinsynthese hochhalten, haben wir nachher netto mehr Muskulatur. Simpel. So, wie kriegen wir das hin? Wir haben auf der einen Seite Insulin. Ja? Insulin ist unser größter Gegenspieler zu Cortisol. Na, das ist Stresshormon, was im Training ausgeschüttet wird. Und Insulin ist in dem Fall auch das anabolste Hormon für die Muskelproteinbiosynthese, um diese anzuregen. Heißt, ich habe es eben angesprochen, ihr wollt im Training einen konstanten Blutzuckerspiegel haben und somit auch eine konstante Insulinausschüttung. Ja? Was ihr aber nicht wollt im Training, ist groß irgendwas verdauen. So, da können wir im Training natürlich schön ein bisschen was essen. Ne? Hat man auch ein bisschen Glykogen im Blut, so ein bisschen Insulin. Leidet aber wieder die Performance runter, weil ihr halt mit Verdauen beschäftigt seid. So. Es gibt ganz viele verschiedene so eine Intra-Workout-Kohlenhydratpulver. Ja? Maltodextrin, Vitago. Früher haben die Leute Dextrose gesoffen oder sich eine Fanta reingekippt. Ich habe hier Dennis, glaube ich, gestern eine Cola saufen sehen zwischen seinen zwei Wiederholungen Locklift und so. Thema Wettkampf und so weiter kommen wir auch nochmal zu. Aber es gibt eine Kohlenhydratquelle, die extra genau dafür gebaut wurde. Das ist Clusterdextrin. Ja? Das ist das einzige Supplement, was ich hier euch heute jetzt groß empfehlen werde. Ja? Weil es einfach kein anderes Kohlenhydrat gibt mit der Eigenschaft. Clusterdextrin ist quasi so konstruiert, dass es den Magen extrem schnell verlässt und quasi über den Darm aufgenommen wird. Somit ist die Verdauungslast gleich null. Na, da können wir uns vorstellen, das ist quasi schon vorgekaut. Ja. Gleichzeitig wird es über den Darm aber sehr konstant und langsam aufgenommen. Ne. Heißt, es ist ultraschnell verdaut, lässt euch aber euren Blutzuckerspiegel nicht schnell nach oben schießen und dementsprechend auch nicht wieder schnell nach unten. Heißt, es ist das optimale Kohlenhydrat, um euch während des Trainings gleichmäßig mit Blutzucker und Insulin zu versorgen. So. Das ist der Punkt Nummer eins. Ganz wichtig. Die meisten von euch überschätzen wahnsinnig das, was sie im Training tatsächlich verbraten an Energie. Ja? So. Gerade so ein Strongman-Training, ne? Das sieht ja manchmal so aus. Ne? Ihr macht euch da so ein bisschen warm, habt so ein Event, ne? Da hebt ihr einmal einen Stein hoch, macht 10 Minuten Pause, dann hebt ihr nochmal einen Stein hoch, macht 10 Minuten Pause und nachher macht ihr, keine Ahnung, noch zwei Wiederholungen mit einem Yoke und dann geht ihr wieder nach Hause. Ne? Also keiner von euch wird im Training 100 Gramm Kohlenhydrate wegschieben. Das ist wahnsinnig viel. Keiner von euch verbrät 100 Gramm Kohlenhydrate im Training. Wenn ihr jetzt wieder so viel Kohlenhydrate zuführt, wird das nur dazu führen, dass euer Blutzuckerspiegel zu hoch ist, euch das Performance klaut und so weiter. Ihr wollt einfach nur, ich sage das so oft, aber ihr wollt einfach nur euer Level halten. 20 bis sagen wir maximal 50, 60 Gramm, je nachdem wie schwer ihr seid, was genau ihr trainiert. Kohlenhydrate im Training ist wirklich absolut ausreichend. Das reicht dicke aus. So. Punkt Nummer zwei, was brauchen wir natürlich noch? Wir brauchen Aminosäuren im Blut. Ne? Wir haben natürlich, wenn alles optimal ist, ein, zwei Stunden vorher vom Training gegessen. Da schwimmen immer noch so ein paar Aminosäuren im Blut rum. Könnte man sich jetzt streiten, ob das vielleicht reicht oder nicht. Es wird aber wahrscheinlich quasi zwischen der Pre-Workout-Mahlzeit und der Post-Workout-Mahlzeit wird mit Sicherheit länger als 3-4 Stunden vergehen. Heißt, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo die Muskelprotein-Biosynthese wieder so ein bisschen absackt. Und wir wollen die Muskelprotein-Biosynthese während des Trainings relativ hochhalten. Also damit das Loch, was ihr grabt, nicht so tief ist. Ne? So, wenn ihr jetzt im Training anfangt, Hähnchen zu essen, blöde Idee. Ne? Heißt, wir brauchen jetzt quasi das Cluster der Extrem-Pendant, aber in der Proteinrichtung dazu, was quasi schon vorverdaut ist. Ne? Da machen essentielle Aminosäuren Sinn, EAAs, BCAAs, schon mal gehört. Das sind im Endeffekt Proteine, die schon auf ihre einzelnen Aminosäuren runtergebrochen sind. Heißt, dieser erste Verdauungsschritt, ne, um das Protein zu spalten, der wird quasi übersprungen. Ne? Die gehen quasi viel schneller direkt ins Blut über. Warum trinkt man das nicht den ganzen Tag? Ne? Könnte man machen. Ihr könntet euren kompletten Proteinbedarf über essentielle Aminosäuren decken. Ja? So viel Geld hat aber keiner. Ne? So. Ihr braucht auch nicht wahnsinnig viel. Ihr braucht nur so viel, dass eure Proteinbiosynthese läuft. Heißt, ihr braucht so wieder eure 2 bis 4 Gramm Leucin. Das wird so je nach EAA-Produkt werden das wahrscheinlich so 10 bis 15 Gramm EAAs im Training sein. Ne? Heißt, ihr habt 20 bis 50 Gramm Clusterdextrin, 10 bis 15 Gramm essentielle Aminosäuren im Training und dann seid ihr optimal versorgt. Ne? Und dann ist quasi das Loch, was ihr grabt, nur noch halb so tief. Ne? Heißt, alles, was ihr gleich nach dem Training macht, sorgt dafür, dass der Berg größer ist, ihr mehr Muskulatur habt. Wenn ihr sehr penibel damit seid und Buch führt, ne, wie eure Trainingsprogression und so weiter aussieht, werdet ihr das merken, ihr werdet weniger Muskelkater haben. Ne? Das ist so der erste Indikator, ne, wenn ihr auf einmal feststellt, ihr seid nicht mehr so fertig nach dem Training.
Und ihr werdet das feststellen, zum Beispiel ihr trainiert ein Event alle 5 Tage, werdet ihr auf einmal feststellen, alles klar, ich kann das auf einmal alle 4 Tage trainieren. So, das ist was, innerhalb von 2 Wochen werdet ihr deswegen nicht 50 Kilo mehr bewegt haben, aber wenn ihr statt alle 5 Tage, alle 4 Tage ein Event trainiert und das rechnet ihr mal aufs Jahr, so, dann habt ihr auf einmal, keine Ahnung, 30, 40 Trainings mehr in einem Jahr mit demselben Event und das könnt ihr euch selber ausrechnen, bringt nachher im Schnitt ganz schön viel. Ne? Also diese 20% mehr Regenerationsleistung, die ihr habt, das summiert sich auf Dauer enorm. Und das ist so quasi das Einzige, was ihr supplementtechnisch machen müsst, was ihr nicht über Nährung abdecken könnt. Ja? Wie gesagt, ihr könnt auch andere Kohlenhydrate im Training zuführen und ihr könnt auch theoretisch vorher mehr essen und so weiter. Habt ihr immer den Faktor Verdauung, der euch dann im Umkehrschluss wieder ein bisschen Performance klaut. So, das zur Versorgung im Training. Solltet ihr zum Beispiel draußen Events haben oder es extrem heiß sein oder ihr seid einfach ein Typ, der sehr viel schwitzt, würde ich noch empfehlen, ein bisschen Elektrolyte im Training zu sich zu nehmen, weil einfach auch so der Hydrationsfaktor ist extrem wichtig. Ne? Ist fast noch wichtiger für die Performance als euer Muskelglykogen. Ne? Wenn ihr dehydriert seid, so, Eddie Hall, bester Mann, ja? dann wird eure Performance nicht so gut sein. Heißt natürlich, auf der einen Seite müsst ihr genug Flüssigkeit zuführen. Ne? So ein guter Richtwert ist so 1 Liter pro 20 Kilo Körpergewicht in der Regel, solltet ihr zuführen. Und wenn ihr extrem viel schwitzt im Training, ihr solltet über den Tag sowieso genügend Salz und so weiter zu sich nehmen, würde ich vielleicht auch noch so 1 bis 2 Gramm Salz tatsächlich im Training oder unmittelbar vorm Training direkt zu mir nehmen. Ne? Damit ihr einfach nicht so viel Flüssigkeit verliert. Das ist schon sehr wichtig. So. Nach dem Training ist quasi die Regeneration fängt schon im Training an, dadurch, dass ihr quasi Clusterdextrin ERAs habt. Nach dem Training ist aber natürlich quasi der Schaden entstanden und dann wollen wir den möglichst schnell reparieren und die Regeneration in Gang bringen. So. Anaboles Fenster. Ja. So. Wir räumen hier mal so mit allen Mythen auf. Ne? Früher hieß das immer so, alles klar, ihr legt die Hantel beim letzten Satz hin und dann in den nächsten 30 Sekunden müsst ihr mindestens 100 Gramm Malto getrunken haben und 50 Gramm Whey, sonst seid ihr katabol. Ne? Sonst war das Training für den Arsch. So ist es natürlich nicht. Ne? Es ist einfach so, dass je nachdem, was ihr trainiert habt, wird quasi lokal in der Muskulatur, die beansprucht wird, steigt so ein bisschen die Insulinsensitivität, heißt die Muskulatur wird mehr Kohlenhydrate nach dem Training aussaugen, vereinfacht gesprochen. Ne? Also der Bodybuilder, wenn der jetzt einen Brusttag trainiert so, und danach Kohlenhydrate isst, dann landet das Glykogen in der Titte. So, ne? Ihr trainiert natürlich immer sehr viele Events, wo viel Muskulatur beansprucht wird und so weiter. Aber quasi das, was ihr im Training beansprucht, das müsst ihr nach dem Training auch wieder auffüllen. So. Wie lange ist diese Muskulatur nach dem Training sehr aufnahmefähig? Nicht 30 Minuten, ne? Das sind Stunden. Ne? Also eure trainierte Muskelgruppe wird 3, 4, 5 Stunden nach dem Training mehr aufnahmefähig sein. Ne? Heißt, diesen Glykogenspeicher wollt ihr schon wieder auffüllen nach dem Training. Heißt, Kohlenhydrate sind wichtig. Es ist aber nicht so wie oft irgendwie angenommen, dass ihr nach dem Training auf einmal Unmengen Zucker zu euch nehmen müsst, um das da reinzupressen. Ne? Es ist einfach nur wichtig, dass ihr so in den Stunden nach dem Training darauf achtet, ausreichend Protein und ausreichend Kohlenhydrate zuzuführen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Ich mache das oft mit Athleten so, dass die tatsächlich so ein Whey-Protein direkt nach dem Training haben. Das ist so, sind die Aminosäuren einfach am schnellsten zur Verfügung. Ne? Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ihr könnt aber auch nach dem Training einfach eine ganz normale Mahlzeit essen. Das werdet ihr auf dem Papier, werdet ihr den Unterschied nicht groß feststellen. Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, habt ihr Hunger nach dem Training oder nicht. Oftmals ist es so, dass ihr nach einem schweren Training vielleicht gar keinen Hunger habt. Ne? Dass der Appetit für den Arsch ist. Und dann ist natürlich so ein Whey-Protein, das ist schneller getrunken, als wenn ihr 300 Gramm Steak essen müsst und noch ein paar Kartoffeln. Ne? Als ideales Post-Workout-Meal würde ich tatsächlich immer so ein Whey-Protein sehen und vielleicht als Kohlenhydratquelle sowas semi-schnelles, ja? Was so ein bisschen zuckrig ist, ein bisschen leicht verdaulich ist, aber jetzt nicht euren Insulinspiegel sonst wo durch die Decke schießt, kann man zum Beispiel so Kellogg's oder sowas sehr, sehr gut essen. Also wenn ihr Bock auf was Süßes habt, nach dem Training der beste Zeitpunkt dafür. Grundsätzlich erstmal wild irgendwelche Fragen zu den einzelnen Sachen. Habt ihr irgendwas verstanden von dem, was ich euch erzähle? Ja, sehr gerne. Dann hoffe ich, dass der ein oder andere von euch wirklich ein bisschen was mitnehmen kann daraus. Wie gesagt, macht euch nicht verrückt, aber jetzt habt ihr so die Basics an der Hand. Ich denke, da wird viel bei gewesen sein, was ihr schon wisst. Aber jetzt habt ihr es quasi mal einmal zusammengefasst. Okay, gut.